den Amerikanern. Mhm. Aber jetzt könnten es die Chinesen machen. Wenn ich jetzt aber über Chinesen rede, ja. Was Chinesen machen, ist wunderbar. Ich muss Ihnen sagen, diese Botschaft, dass die Mittelklasse gestärkt werden soll, dass es nicht nur einige Reiche soll geben auf der Welt und dass nicht alles soll ausgerichtet sein für die, finde ich eine fantastische Message. Und dass ein Land, das 1,3 Milliarden Bewohner hat, anfängt zu bremsen und zu sagen, hey Guys, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass nur das Geld zählt. Und es muss Substanz zurückkommen. Und die Mittelklasse muss profitieren. Wir profitieren von der Mittelklasse. Mhm. Ein Tissot profitiert, ein Swatch profitiert. Aber jetzt und das haben sie in Amerika nicht. In Amerika haben sie nicht einmal eine Sozialversicherung oder Krankenversicherung für die meisten Leute. Weil dort geht es nur darum, wer verdient wie viele Millionen an der Börse. Ja, China. Und es gibt viele Sachen, die sie kritisieren können. Mhm. Aber dass China sich jetzt aufmacht, darauf, die Tech-Companies zu kontrollieren, also die Amerikaner würden da gerne ihre Googles und ihre Apples kontrollieren. Aber man muss auch sagen, dass die Einkommensverteilung in China noch ungleicher ist als in den USA. Sie ist schon in den USA sehr ungleich, aber in China ist sie noch ungleicher. Also Kunststück muss die Regierung etwas machen. Ja, Moment. Schauen Sie doch mal, woher Sie kommen. Wo war China vor 10 oder 15 Jahren? Sie haben 1,3 Milliarden Leute. Wie viele Leute haben Sie in Amerika? 300 Millionen. Mhm. Dann schauen Sie mal, wo China hergekommen ist. Natürlich ist das schwierig, so ein grosses Land führen von dort, wo sie waren, jetzt in eine Wohlstandsgesellschaft, aber sie reagieren. Mhm. Jetzt, aber das ist doch positiv. Können Sie jetzt noch als Firmenchef oder Swatch überhaupt China kritisieren? Wir haben ja schon gesehen, dass wenn gewisse Firmen in China angefangen haben, zum Beispiel H&M oder Nike, irgendwie die Politik, die chinesische gegenüber Menschenrechten zu kritisieren, dann sind sie gerade boykottiert worden. Können Sie sich eigentlich noch leisten, als Firmenchef irgendeine kritische Äußerung zu China? Oder das gar nicht mehr? Ich mache meine kritische Äußerung, die ich will. Aber es ist ein bisschen Mode. Es ist ein Bashing, das im Moment passiert. Und es ist kein Grund, das Bashing zu machen. Mhm. Sondern gehen Sie differenziert daran. Was in China passiert, ist eine andere Kultur. Sie wissen, dass wenn Sie mit Chinesen reden und mit Asiaten, dann ist wichtig, dass Sie ihnen das Gesicht wahren lassen. Das heisst, Sie können mit ihnen über vieles reden, aber Sie müssen das Gesicht wahren lassen. Wir sind jetzt in eine Periode hineingekommen, in Europa, aber vor allem beeinflusst von Amerika, dass wir Moralisten geworden sind. Wir wollen allen belehren, wie man richtig leben muss. Wir wissen es. Das ist ein Kolonialismus, der passiert. Wir müssen den anderen vorschreiben, was passiert. Natürlich können sie kritisch sein mit gewissen Sachen. Mhm. Aber genau das, was jetzt passiert mit der Mittelklasse, die man fördern will, mit der Tech-Milliardär. Ja, ja, das ist schon gut. Sie mit Ihrem Eco, Sie sind wahrscheinlich gesponsert bei Ihrer Eco-Sendung von diesen Banken und von den Chinesen Milliardär. Sind wir noch nicht gesponsert, von den Chinesen. Aber man könnte es natürlich auch umgekehrt sehen. China sagt in der Zwischenzeit, wir machen das Update vom Freihandelsabkommen nur dann, wenn die Schweiz schön brav ist und uns nicht kritisiert. Also China schreibt uns eigentlich vor, was wir noch dürfen sagen. Kann das überhaupt gehen, dass an einem Staat vorschreiben wir uns, was wir noch dürfen sagen? Das ist doch lustig, was Sie sagen. Jetzt habe ich gerade gehört, dass Europa uns ja vorgeschrieben hat, also die Börse darf nicht mehr akzeptiert werden. Es werden gewisse Sachen in der Schweiz, wir sind nicht mehr dabei bei der Forschung. Mhm. Jetzt heute, oder wann war es, hat der Nationalrat und der Ständerat eine Kohäsionsmilliarde freigegeben. Genau. Weil es Druck aus Europa gegeben hat. Mhm. Schon werden wir nicht mehr mitgenommen. Mhm. Es ist doch lustig, dass Sie jetzt sagen, also ja, es gibt auch Druck aus China, es gibt Druck aus Europa. Ein Freihandelsabkommen tue ich nicht verlängern. Und Sie haben die Nachbarn von Europa, die uns vor der Tür stehen, die uns doch total erpressen. Und da sagen wir, ja, das ist ja nicht so schlimm. Gut, zuerst hat die Schweiz gesagt, wir wollen das Abkommen nicht mehr und dann nachher. Aber gut, gehen wir zum nächsten Thema über. Gehen wir zum nächsten Thema über.